Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Map-Vorstellung. Ja, heute geht es um diese schöne kleine Map. Und zwar ist das die wunderschöne Klein-Seelheim-Map. Und die ist wirklich wunderschön. Es gibt viele Details. Wir haben, trotz dass es eine wirklich sehr, sehr kleine Karte ist, das Ganze ein bisschen verwinkelt. Es wirkt sehr, sehr viel größer, als es eigentlich ist. Denn ihr werdet gleich sehen, wie klein diese Map eigentlich ist. Ja, ich zeige es euch mal direkt. Denke mal, ihr seht es jetzt direkt. Die Karte ist ungefähr ein Viertel der Standardgröße einer normalen Karte. Also wirklich nicht gerade groß. Dafür haben wir den Vorteil, dass schon einiges angebaut ist. Um genau zu sein, sind alle Fruchtsorten, soweit ich das gesehen habe, mindestens einmal angebaut. Das ist wirklich sehr, sehr schön, denn ihr habt die Möglichkeit, wirklich auszusuchen, was mache ich. Ernte ich Weizen, Gerste, Raps, Körnermalz, Kartoffeln oder Zuckerrüben oder mache ich Gras? Denn, wie ihr gleich sehen werdet, haben wir schon einiges an Startfahrzeugen. Wir haben zum einen einen Deutz Agrostar, ein Eurobus-Sammelwagen, ein Schwader, ein Zetter, ein Meer. Da drüben haben wir noch einen Grubber, eine Seemaschine, einen Frontlader mit Schaufel. Das sind natürlich die kleinsten Sachen, die es gibt. Aber dann haben wir hier zum Beispiel den zweitkleinsten oder den ersten New Holland Drescher, den TC 5.90. Wir haben einen Futtermischwagen von Kuhn, kein Selbstfahrer, aber immerhin. Wir haben einen Steier. Wir haben genauso gut ein Schneidwerk, also wir starten hier nicht mit dem kleinsten Equip. Wir haben hier wirklich die Möglichkeit, direkt am Anfang schon gut loszulegen, auch im Multiplayer, weil wir hier insgesamt im Endeffekt drei Traktoren haben. Wir haben zwei Schlepper, einen Drescher. Insgesamt können wir hier 25 Felder bewirtschaften, 23 Felder davon sind kaufbar. Wir haben 8 Wiesen mit einer Gesamtfläche von insgesamt 8 Hektar. Übrigens, die Felder haben 33 Hektar. Wir haben 4 kleinere Wälder, ich blende euch mal währenddessen die Karte ein. Wir haben alle Standardfrüchte verbaut, Gerste, Weizen, Raps, Zucker, Rüben, Kartoffeln. Ein Dorf, ein Kuhhof, eine Schweinemast, ein Schafhof und eine BGR sind verbaut. Wir haben 2 Verkaufsstellen für Getreide inklusive Kauf von Setzlingen und Kalk, weil der Kalkmod hier auch verarbeitet ist. Werdet ihr gleich sehen. Ein Sägewerk mit Biomasseheizkraftwerk, gucken wir uns auch gleich an. Ein Edeka, da könnt ihr Eier und Wolle verkaufen. Ein Schlachter, da könnt ihr natürlich die Schweine abliefern, denke mal, das ist eben klar. Verkehr ist auch verbaut. Und wie eben gerade schon erwähnt, sehr viele Details. So, Map-Features sind der Jobstraw-Mod, Gülle, Kalk, Mist-Mod, Water-Mod mit Terrainwinkel, Strohschwad erhöht, Grasschwad erhöht, Maispflanzen erhöht, dichteres Gras sowie Feldfrüchte. Benötigte Mod, die auf jeden Fall zum Spielen erforderlich sind, ist der Gülle, Kalk, Mist-Mod, Jobstraw-Mod, Animation, Map-Trigger. Ich habe nur letzteres installiert, da ich nicht plane, zumindest im Moment nicht, diese Karte zu spielen. Später, muss ich ganz ehrlich sagen, reizt mich diese Karte doch eigentlich schon ziemlich, weil wir haben ein schönes Start-Equip. Die Karte ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, werdet ihr gleich sehen. Ich will mich mal direkt in den Traktor rein, denn das sollte eigentlich keine wirklich lange Mod-Vorstellung oder Map-Vorstellung vielmehr werden, denn wir haben natürlich hier eine etwas kleinere Map. Auch wenn es hier nicht drin steht, denke ich, dass dieser Stall schon fast ein ausmessbarer sein könnte. Hier direkt am Hof befindet sich also im Endeffekt die Kuh, Wiese, Weide, wie auch immer ihr das nennen wollt. Die meisten Unterstände, Dünger und was sonst noch alles dazu gehört. Und wir haben auch hier direkt am Hof ein Fahrsilo, ein etwas kleineres. Und ja, generell wirklich sehr, sehr viele Details. Ich denke, man sieht es hier schon, also wirklich, hier wurde wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, eine schöne Map zu bauen. Deswegen ist sie vermutlich auch etwas kleiner. So, wir befinden uns hier an der Wiese. Die können wir alle mähen. Tore klappen dann entsprechend automatisch auf. Oder wir müssen sie aufklappen. In diesem Falle müssen wir es zum Beispiel aufmachen. Weil manche Tore gehen halt automatisch auf. So, seht ihr, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Diese Tore mag ich ja sowieso recht gerne. Was auch sehr, sehr schön ist, sind zum Beispiel in diesem Falle die Feldwege. Die gucken wir uns auch an. Und vor allem auch hier die Kaufschilder. Wir haben einfach hier ein Schild. Da steht zu verkaufen dran. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ich leihe mir einfach mal Geld, um euch das mal zu demonstrieren. So, wir drücken dann R. Kaufen das Feld. Das Schild ist weg. Diese Idee mit dem Schild finde ich halt eigentlich sehr, sehr cool. Weil ich das deutlich realistischer finde, als wenn da irgend so ein Ding rumschwebt. Und dann haben wir hier diese ultra coolen Wege, wo man einfach so drüber fahren kann. Das holpert so ein bisschen. Das ist vielleicht empfehlenswert, gerade wenn man ein bisschen realistischer spielt, etwas langsamer zu fahren. Macht durchaus Sinn in meinen Augen. Und was ich auch, ich finde diese Map wirklich super toll. Was ich sehr, sehr intelligent finde, ist die Map-Begrenzung. Ihr seht, das ist einfach so ein Stück Waldstreifen hier mit allen möglichen verschiedenen Baumsorten. Dahinter ist im Endeffekt die richtige Grenze versteckt. Und dann haben wir natürlich nochmal diese Berge im Hintergrund. Das lässt die Map wirklich sehr, sehr viel größer wirken, als sie letztlich eigentlich ist.
Vor allem durch das hier, diese Felder sind nicht wirklich groß, aber sind auch nicht wirklich klein. Also wenn ich das anguckt, das sind schon keine kleinen Felder. Da hat sich schon jemand Gedanken gemacht und sich auch überlegt, wie groß oder klein kann ich diese Felder gestalten, dass es realistisch und vor allem auch passend, was die Relation angeht, ist. Wirklich Hut ab davor. Hier haben wir auch noch wieder so einen Weg. Allerdings möchte ich euch noch was anderes natürlich auch noch zeigen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Denn wir haben, wie wir gerade schon erfahren haben, einen Kuhhof, eine Schweinemast, einen Schafshof. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Ja, hier haben wir die Schweinemast. Auch hier noch ein Feld direkt nebendran. Macht Sinn, falls ihr Futter braucht. Beziehungsweise die Schweine machen ja eigentlich, glaube ich, nur Wasser und ich glaube Kartoffeln, Rüben, Weizen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil auf jeden Fall haben wir halt hier Zuckerrüben und Kartoffeln. Genauso wie hier, das dürfte Weizen sein. Na, weiß ich nicht ganz genau zugegeben. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch einen Wassertrigger. Wirklich sehr, sehr cool gemacht. Wir gucken uns das Ganze mal von innen an. Ist eine Standard Schweinemast. Also hier sieht es nicht so großartig anders aus. Diese Türen öffnen automatisch. Ich glaube, wir haben hier einen Schweinecounter. Hier sind zwar, auch wenn noch keine Schweine drin sind, Schweinegeräusche. Oder sind hier sogar schon welche drin? Nein, sind in diesem Falle noch nicht. Dann haben wir nebenan noch eine Halle. Hier. Da könnt ihr einfach Diesel auffüllen und eure Saatmaschine, Sämaschine könnt ihr auch auffüllen. Ja, wirklich. Alles sehr zentral gelegen, habt überall die Möglichkeit aufzufüllen. Hier haben wir noch ein weiteres Fahrsilo. Also ich finde diese Map wirklich sehr, sehr schön gemacht. Gülle haben wir, soweit ich weiß, auch noch genauso wie Mist. Ja, Mist haben wir auch. Strohballen könnt ihr da, glaube ich, auch verkaufen. Auch hier haben wir wieder eine Wiese, einige Felder. Mapbegrenzung wirklich ultra schön aus. Okay, sieht ein bisschen aufgereiht aus, ist klar. Bleibt aber nicht aus. Dann hier haben wir sowas, was mir halt relativ gut gefällt. Diese Map ist halt nicht so richtig rund, sondern hat halt relativ viele Kanten. Dass man einfach hier so sagt, man fährt geradeaus und hier ist halt im Endeffekt einfach die Begrenzung. Hier ist Ende Gelände. Und ich kann halt nicht komplett rumfahren. Ich muss halt wirklich zurücksetzen, wenn ich nicht durchs Feld fahren möchte. Und diesen Feldweg zurückfahren, um letztlich mir eigentlich, ja, wenn man so will, den Rest der Map anschauen zu können oder re den Rest der Map bewirtschaften zu können, was ich halt wirklich total clever gemacht finde eigentlich. Und weil dieses Geschunkel mit dem Traktor, das finde ich halt, das ist eigentlich total realistisch. Also wirklich jetzt, dass hier so ein paar Zweige auf die Straße hängen, ist auch total in Ordnung, finde ich wirklich cool. Hier haben wir dann noch einen Forst, den Forst 3. Insgesamt haben wir halt vier Stellen, an denen wir Forst machen können oder generell Forst machen können. Uns gehören am Anfang zwei Felder, ich glaube 21 und 12. Genau. Genauso wie 4 und 3 gehören uns auch noch. Auch wenn es eigentlich gesagt wurde, dass wir 23 Felder kaufen könnten. Aber wenn nur schon vier gehören. Ach, das stimmt, ich habe ja zwei gekauft. Tut mir leid, tut mir leid. Mein Fehler. Von Anfang an gehört uns Feld 21 und Feld 4 entsprechend. Genau, mein Fehler, tut mir leid. So, hier haben wir den Landhandel Billinger. Hier könnt ihr halt alles kaufen. Paletten, Saatgut. Müsste hier, glaube ich, alles soweit sein. Zumindest könnt ihr hier euren Dünger auffüllen. Und hier, glaube ich, Stroh verkaufen. Auftanken könnt ihr hier auch. Und die Paletten bekommt man hier, kann ich euch ja mal zeigen. Soweit auch. So. Die stehen einfach hier vorne dann. Ist ja die Standardpalette, kennt man ja soweit. Saatgut müsstet ihr ja theoretisch gesehen auch auffüllen können. Ob es wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber ihr habt halt genug Stellen, wo ihr es auffüllen könnt. Also da habt ihr definitiv keine Probleme. An den engen Stellen, wie ihr seht, teilweise haben die Sachen keine Kolli. Hier zum Beispiel. Ich glaube, dieses Tor hatte gar keins. Hier. Das ist halt wirklich schlau an den Stellen, wo halt teilweise Probleme vorkommen, wurde dem halt entgegensetzt, wurde dem halt entgegengewirkt, was ich wirklich sehr, sehr schlau finde. Hier haben wir das Biomasseheizkraftwerk, genauso wie das Sägewerk, das vom LS13 soweit übernommen wurde. Das Hackschnitzeljager haben wir auch noch. Ich mag ja generell dieses Sägewerk an sich lieber, mit dem Aufbau, wie es hier ist, so wie aus dem LS13. Hier kriegt ihr entsprechend auch noch Sägemehl raus.
Also mit einfach Hackschnitzel, wenn man so will. Auch hier wieder keine Kolli. Wirklich schlau gelöst das Ganze. Dann habt ihr hier euren Landmaschinenhändler. Wirklich sehr, sehr kleines Gebäude. Ich finde, ich sag, die ist schön, aber ich finde diese Map, die ist wirklich echt toll. Das ist so wie bei der Holzhausen-Map, wo wir im Let's Play spielen. Die finden wir halt auch super toll. Das ist einfach, keine Ahnung. Hier fühlt man sich direkt heimisch, muss ich doch ganz ehrlich gesagt zugeben. So, hier ist noch irgendwo der Metzger. Okay, hier ist unser Hof. Also hier haben wir noch eine weitere Einfahrt zu unserem Hof und auch eine weitere Halle. Wir gucken uns auch gleich nochmal die Startfahrzeuge nochmal zusätzlich an. Jetzt müsste ich gerade mal schauen, wo der Metzger ist. Metzgerei. Ich müsste eigentlich so ziemlich davor stehen. Das ist die Frage, wo die ist. Wahrscheinlich sehe ich die einfach nur nicht. Da, da ist die Metzgerei, so. Ist unscheinbar, also wie auch im ländlichen Raum halt. So, hier könnt ihr halt die Schweine abliefern. Seht ihr da, wie gesagt, relativ unscheinbar. Man muss wissen, wo es ist, beziehungsweise auf der Karte gucken. Wie gesagt, ich wusste es jetzt eben gerade nicht auf Anhieb. Dann haben wir hier vorne direkt den Edeka, werdet ihr gleich sehen. Plus Bodenwellen. So, da haben wir den Edeka. Und sonst haben wir eigentlich soweit schon das meiste gesehen von den Gebäuden. Hier haben wir halt noch eine entsprechende Tankstelle. Plus den ich weiß nicht genau, wahrscheinlich irgendwas mit bayerische irgendwas, würde ich behaupten. Oder irgendwie sowas halt. Ich weiß nicht, muss ich mal, ich blende das einfach unten ein, was es wirklich heißt, muss ich gleich eben nachschauen. Dann haben wir hier, glaube ich, soweit ich weiß, den Schafhof. Weil wir halt überall diese Wiesen haben, sieht das hier, Wiese 7 ist hier zum Beispiel, da könnte man auch denken, dass hier Tiere draufstehen, ist aber nicht der Fall. Deswegen ist das hier die einzige Möglichkeit, wo wir halt einen Schafhof haben könnten. Auch hier ausreichend Platz. Wir haben hier noch wieder auch ein Fahrsilo, beziehungsweise ein normales Silo. Mist kriegen wir entsprechend nicht, aber auch Stroh können wir, glaube ich, soweit ich weiß, wieder verkaufen. Plus wir haben hier einen Unterstand, den ich sehr gerne mag, so einen offenen Unterstand. Finde ich irgendwie immer etwas besser als die mit Türen. Und dann schauen wir uns als letztes noch an die BGA und dann schauen wir uns gleich noch zwei, drei Felder an, die am Rand der Karte liegen. So, was ich auch zeigen wollte, ist diese Baustelle, da kommen wir jetzt gleich zu. Und zwar steht da der Bagger vom ETS 2. Ich finde halt solche Sachen irgendwie immer sehr, sehr schön. So kleine Extras. Dann haben wir hier die Waage, was ich halt auch extrem cool finde, dass man auf der kleinen Map noch die Waage eingebaut hat. Plus eine Halle und halt diese relativ große BGA mit Rampe für den Einfeldrichter. Und halt einen riesengroßen Silo. Ich denke, hier gehen wirklich 2,5 Millionen Liter rein. Weil das ist wirklich ultra groß. Bei der Holzhausen liegen, glaube ich, schon 1 Million Liter rein. Und das ist ja mindestens nochmal doppelt so groß. Also eigentlich eher 2,5 mal so groß. Ich denke also, dass das nochmal deutlich mehr Kapazität haben will. So, als letztes möchte ich euch jetzt zeigen, die paar Felder hier. Plus gleich am Ende natürlich noch die Maschinen. Weil hier ist es einfach, die Straßen sind etwas enger. Ihr könnt hier mit mittlerem, also großes Equipment, denke ich mal, könnt ihr nicht großartig einsetzen. Also wirklich mittleres Equip. Oder halt Oldtimer werden für diese Map auch optimal geeignet. Ich finde, es sieht halt irgendwie total schön und idyllisch aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch wie gesagt, hier die Map-Grenzung wieder. Es fällt halt wirklich nicht so sehr auf. Als ob man wirklich an einem ganz normalen Forst vorbeifahren würde. Ja. Dann schauen wir uns jetzt als letztes an das Startequipment. So, schauen wir Garage. Wir haben einen Agrostar, einen Steyr, einen Frontlader, eine Frontlader-Schaufel, den CCTC590 von New Holland, ein 5,50 Meter Schneidwerk, Schneidwerkswagen, ein Brandner mit 8500 Liter Kapazität, ein Köckerlingruber, einen Pöttinger oder eine Pöttinger Vitasem 302 ADD, Seemaschine, ein Novoket von Pöttinger, nochmal wieder, ein Pöttinger Lagewagen, Euroboss übrigens, Ladewagen, ein Kuhn Mischwagen, ein Setter, ein Schwader, ein Düngstreuer, mehrere Gewichte genau zu sein, 2 Stück, Kühe sowie Hühner sowie Schafe gehören nicht zur Standardausführung, die habe ich gekauft. Ja, ich finde, das ist mehr als genug Startequip. Alle Felder sind bepflanzt, ihr könnt komplett, könnt ihr selbst entscheiden, was ihr machen wollt. Steht euch im Endeffekt hier alles offen. Ihr könnt auch Force Mod machen, oder Force generell, das ist wirklich, steht euch hier alles offen.
Die Map, ich finde die total idyllisch. Die gefällt mir gut. Die Performance geht in Ordnung. Die Details sind sehr, sehr schön. Was ich halt gerne zeigen würde. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier an der richtigen Stelle sind. Ich meine nämlich schon. Ja. Dann kommen wir zur abschließenden Bewertung. Alles das, was ich gerade eben genannt habe. Ich würde sagen, es ist klar. Diese Map, die gefällt mir. Ich denke, man merkt das auch in meinem Tonfall. Die gefällt mir einfach gut. Das hier mal zum Beispiel als Detail. Nicht einfach ein Einkaufswagen auf dem Dach. Ja, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, um meinen Satz nochmal zu beenden. Es ist wirklich eine für mich gelungene Map. Die Performance ist etwas, aber wirklich nur ganz, ganz kleinen Tacken. Ja, niedrig, zugegeben. Ich spiele natürlich auch Very High und Aufnahme, ohne Aufnahme, ohne Probleme. Wirklich total schöne Map. Ich gebe hierfür nur. Ich wollte schon 9 von 10 sagen. 10 von 10 Punkten vergebe ich für diese Map. Die gefällt mir super. Fehler kann ich jetzt hier nicht großartig bewerten, weil es ist einfach hier so. Keine Ahnung. Stehen halt viele Errors drin. Woran ist es wirklich? Ich habe keine Ahnung. Helfer sollen wohl teilweise nicht funktionieren. Mit Curseplay oder Autotractor, denke ich mal, kann man das aber ganz gut beheben. Das sollte durchaus funktionieren. Zur Not mache ich das halt per Hand oder Multiplayer. Oder es kommt halt noch ein Patch. Aber an sich, ich finde wirklich diese Map, die ist ultra toll. Wenn das noch gepatcht wird, wirklich 10 von 10 Punkten. Empfehlung für diesen Mod, oder diese Map. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Map oder Mod-Vorstellung. Ciao, tschüss.